So, mein heutiger Talkgast hat sehr viel zu tun gehabt mit Pink Floyd. Tom Hart Mother war zum Beispiel ein Album, wo er mitgewirkt hat. Sehen wir die schöne Crew. Auch Abbey Road ist ein sehr verführerisches Wort für ihn geworden. Er hat bei den Beatles sehr viel gemacht, bei dem Weißen Album zum Beispiel und beim Abbey Road Album. Ja, was ist das wiederum? Pink Floyd natürlich. Dark Side of the Moon, es wird schon fast als sein Album bezeichnet. Ja, auch das ist einer von ihm, nämlich Year of the Cat, Al Stewart. Ihn hat er produziert und zu sehr, sehr großem Erfolg verholfen. Da sehen wir nochmal Al Stewart. Und was haben wir jetzt? Ja, jetzt dürfte es allgemein bekannt sein. Eve, die Platte Lucifer, ein großer Hit daraus. Und natürlich auch der folgende, da haben wir ihn, Alan Parsons. Und jetzt, das ist Ammonia Avenue, die LP von 84. Genau, und hier sind meine Gäste. Und zwar Alan Parsons und Eric Woolfson. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute hier seid, denn es ist sehr schwierig, glaube ich, euch zu bekommen, weil ihr seid sehr scheu in der Öffentlichkeit. Kann man das sagen? Nicht unbedingt. Ein bisschen vielleicht, ja. Ja, es sieht jetzt nicht so aus. Aber ich meine, ich habe oft gehört, dass es schwierig ist, euch vor die Kamera zu bekommen, für Fotos, für irgendwie sowas. Schon richtig. Manchmal ist es schwierig, ja, das stimmt. Aber wir versuchen ein bisschen zurückhaltend zu sein. Aber wie gesagt, insgesamt machen wir schon hin und wieder sowas im Fernsehen wie hier. Denn wir machen ja keine Konzerte. Deswegen ist das Fernsehen und Radio für uns sehr wichtig. Das ist richtig. Alan Parsons Project ist ein Name, den, glaube ich, jeder kennt. Nur was steckt dahinter? Was tut jeder von euch beim Alan Parsons Project? Eric. Nun, ich schreibe die Lieder, ich bin der Komponist sozusagen und im Studio spiele ich Klavier und mache auch einige anderen Sachen. Ich singe zum Beispiel, aber eigentlich ist im Studio der Alan zuständig, er macht im Studio alles. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, das stimmt. Der Produzent ist eigentlich der Star, aber so machen wir es eben, so läuft es bei uns. Und was ist denn eigentlich produzieren? Man hört das Wort sehr oft, aber was ist produzieren? Ist das nur Regler rauf und runter schieben, Knöpfe drehen oder was ist es noch? Das Produzieren ist für mich eine etwas andere Sache wie für andere, denn ich bin auch selber mein eigener Toningenieur. Ich sitze also sozusagen am Pult und spiele mit den ganzen Knöpfen, das ist richtig. Aber es steckt natürlich mehr dahinter. Man muss die Lieder auswählen, wenn man zum Beispiel ein Album aufnimmt und man muss sicherstellen, dass alles wirklich optimal ist. Ja, ja. Ihr habt angefangen 1976 mit dem Album Tales of Mystery and Imagination und von da bis heute ist es ein sehr weiter Weg mit sehr vielen LPs. Die Kritiker waren begeistert von dem ersten Album und die Leute natürlich auch, es wurde gekauft. Inzwischen wirft man euch vor, ihr seid zu kommerziell geworden. Und ich habe da einen Satz von dir im Ohr, wo du sagst, ich mache Musik nicht fürs eigene Wohnzimmer, sondern damit die Leute die Platten kaufen. Wie steht ihr dazu? Als Produzent muss man natürlich darauf achten. Man muss auch dafür arbeiten, auch für andere Leute und auch als man muss Erfolg haben. Als Künstler könnte ich für mich selbst arbeiten, aber ich bin wie gesagt Produzent mehr als nur Künstler und deswegen muss ich auch für andere Leute Platten machen, die erfolgreich sind. Jeder macht Platten letzten Endes, um Geld zu verdienen. Warum nicht? Wir müssen natürlich ein bisschen kommerziell sein, aber das kann sich wieder ändern. Vielleicht gehen wir wieder zurück zu den abenteuerlichen Platten sozusagen. Ich bin auch der Letzte, der es kritisiert, wenn jemand Geld verdienen will. Warum nicht? Nur ist nicht ein bisschen was vom Idealismus der Anfangszeit draufgegangen sozusagen, vorbei. Ich hoffe nicht eigentlich. Wir sind ja noch nicht durch, wir sind noch nicht fertig. Wir können mit Alan Parsons Project noch mehr anfangen und mehr beginnen. Und deswegen wird es vielleicht ein paar Überraschungen geben bei den Platten, die wir in Zukunft machen. Gut, die erste Überraschung gibt es jetzt gleich, nämlich euer neues Video, euer neuen Song, der jetzt schon platziert in Deutschland ist. Ich danke euch, dass ihr da wart und wir sehen uns jetzt das Video an. Let's Talk About Me, The Alan Parsons Project. Thank you.